Schweißen lernen, Deutsch lernen, so geht Integration. Theka sorgt für saubere Luft bei IST. Neuer Sales Director bei Oerlikon Schweißtechnik. Ausschreibung Seifritz-Preis. Sondertagung Widerstandsschweißen. Und damit herzlich willkommen bei DVS-TV. Gemeinsam mit dem Netzwerk Integration durch Qualifizierung, kurz IQ, hat die SLV Nord in diesem Jahr das neue Teilprojekt Schweißen lernen, Deutsch lernen gestartet. Die 15-wöchige Qualifizierungsmaßnahme wird über das IQ-Förderprogramm finanziert. Ziel des Programms ist es, Erwachsene mit Migrationshintergrund, Zuwanderer und Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Während der bewährten Aktionswoche Metallschweißen Kunststoff vom IQ-Teilprojekt Mission Zukunft konnten über 30 Teilnehmer ihre Handfertigkeiten unter Beweis stellen und in die verschiedenen Bereiche hineinschnuppern. Am Ende der Aktionswoche hatten sich Interessierte aus 10 Ländern von 4 Kontinenten dazu entschieden, gemeinsam das Schweißen zu erlernen und dabei ihre Deutschkenntnisse auszubauen. Gestartet wurde die Integrationsmaßnahme zusammen mit einem Team aus Ausbildern, Schweißlehrern, einem Deutschlehrer und natürlich den Teilnehmern. In der ersten Woche wurden zunächst die bestehenden Deutschkenntnisse ermittelt, darauf folgte die obligatorische Sicherheitsunterweisung. Im Anschluss begann die schweißtechnische Ausbildung im Werkstattbereich der SLV Nord. Am Ende dieser Maßnahme erhalten die Teilnehmer Diplome als internationaler Schweißer mit allen dazugehörigen Schweißerprüfungen. Der vor 40 Jahren gegründete, mehrfach zertifizierte Betrieb IST baut mit 30 Mitarbeitern verfahrenstechnische Anlagen, Apparate und Rohrleitungssysteme aus Edelstahl. Seine Kunden stammen unter anderem aus der Nahrungsmittel-, Maschinen- und Druckindustrie, der pharmazeutischen und der chemischen Industrie. Für das Traditionsunternehmen hat die fachmännische und qualitativ hochwertige Verarbeitung seiner Produkte höchste Priorität. Um den hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, sind vor allem reine Produktionsbedingungen, ein modernes Produktionsumfeld und hochqualifiziertes Personal ein Muss. Besonderen Wert legt IST auch auf den bestmöglichen Arbeitsschutz seiner Mitarbeiter. Die bei IST installierten Theka-Absauganlagen vom Typ FilterCube eignen sich zur Absaugung an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig, und zwar bei Arbeiten mit unlegiertem Material, Edelmetallen und bei verzinktem Material. Die beim Schweißen frei werdenden Emissionen werden über Absaugarme direkt an der Quelle erfasst. Über Rohrleitungen wird die schadstoffhaltige Luft zur Absaug- und Filteranlage geführt und dort gereinigt. Oliver Jentschke übernimmt bei Oerlikon Schweißtechnik in einer erweiterten Region die Funktion als Vertriebsleiter. Seine Zuständigkeit umfasst das Gebiet von 6 Ländern für die entsprechenden Gesellschaften der Mutterfirma Airliquid Welding. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören auch Polen, Tschechien und die Slowakei zu dem neu gegründeten Verbund. Zum 28. Mal zeichnet der Verein Technologietransfer Handwerk Unternehmer der Branche und ihre Partner aus der Wissenschaft aus, die gemeinsam innovative Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht haben. Die Gewinnerteams des Seifritz-Preises erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt bis zu 25.000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 29. Mai. Am 29. und 30. Juni findet zum 23. Mal die DVS-Tagung Widerstandsschweißen in der SLV Duisburg statt. Die Auswahl der Vorträge erfolgte durch die AG V3 Widerstandsschweißen, die mit über 270 Mitgliedern zu den stärksten Arbeitsgruppen im Ausschuss für Technik des DVS zählt. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Haben Sie eine charmante Woche. Bis dahin, Ade.